Seit mehr als 30 Jahren unterstützen die Commerzbank und der Deutsche Olympische Sportbund die Talentförderung im Vereinssport mit dem grünen Band. In diesem Jahr können sich gleich zwei Abteilungen des Sportclubs Berlin über die begehrte Trophäe freuen und damit ihre gute Nachwuchsarbeit auch für die Zukunft ein Stück weit sichern. Wir investieren immer wieder 5.000 Euro pro Sportverein, die wir prämieren, und pro Jahr 50 Sportvereine, die wir auszeichnen. Und dabei geht es uns insbesondere darum, vorbildliche Jugendarbeit letztendlich auszuzeichnen. Und die schlägt sich in der Fechtabteilung des SC Berlins auch deutlich in Erfolgen nieder. Von den Nachwuchssportlern, die fast zwei Drittel der Vereinsmitglieder stellen, sind rund ein Viertel Landes- und Bundeskader. Nicht weniger beeindruckend liest sich die Bilanz der SCB-Radsportabteilung. 59 Podiumsplätze bei Landesmeisterschaften im Nachwuchsbereich sprechen hier eine deutliche Sprache. Die beiden Sparten machen das seit sehr vielen Jahren sehr erfolgreich. Die Fechter haben heute, glaube ich, zum dritten Mal diese Auszeichnung erhalten, die Radsportler zum ersten Mal. Und beide sind in ihren Sportarten führende Kräfte im Berliner Sport. Für den LSB-Leistungssportbeauftragten ein Grund zur Freude. Doch damit das auch so bleibt, ist das Engagement aus der Privatwirtschaft wie das der Commerzbank zunehmend wichtiger. Weil hier werden im Prinzip die Talente gefunden, gefördert und werden dann mit dem nötigen Rüstzeug ausgestattet, um später vielleicht mal für Deutschland weitere Erfolge zu erzielen. Dass internationale Medaillen nur über eine gute Basisarbeit zu erreichen sind und dass deren Finanzierung immer schwerer wird, weiß auch Bernd Mädler vom SC Berlin. Ich denke, für die gesamte Nachwuchsarbeit eine ganz wichtige Sache noch dazu, dass es jetzt für den gemeinnützigen Sport immer komplizierter wird. Da helfen die insgesamt 10.000 Euro von der Commerzbank sicherlich erstmal ein Stück weiter, damit die Sportler des SCB Berlin und Deutschland auch in Zukunft erfolgreich vertreten.